Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Minecraft Snapshots, heute mit 15W38A und mit Skeletten. Heute geht es hauptsächlich um Skelette und vor allem um dieses Pferd hier. Das Pferd, das ihr jetzt vor euch seht, ist zwar nicht nur deswegen besonders, weil es ein Skelettpferd ist, sondern es hat den neuen MBT-Tag Skelettentrap. Und wenn ein solches Pferd vom Typ 4, also ein Skelettpferd vom Typ 4, diesen Skeleton-Trap-Tag hat, dann passiert Folgendes. Wenn man sich als Spieler etwas zu nah an dieses Pferd herannähert, dann schlägt ein Blitz ein und es werden daraus 4 Skelettreiter, die unterschiedliche Ausrüstung haben. Es kann passieren, dass statt den Eisenhelmen auch ein Goldhelm dabei ist. Und ja. Diese Art von Skeletten spawnt jetzt auch natürlich in der Wildnis. Und zwar, wenn es ein Gewitter gerade gibt und das aber trotzdem noch in einer ziemlichen Seltenheit, also Wahrscheinlichkeit, sogar 500 mal seltener als ein Blitz in Minecraft einschlägt. Also ihr könnt euch vorstellen, bis so ein Teil mal in der Welt spawnt und ihr es so ins Gesicht bekommt, da kann es schon ein bisschen länger dauern. Solltet ihr aber doch mal auf so ein Pferd treffen und ihr habt die Falle bereits schon ausgelöst, dann könnt ihr, wenn ihr die geeignete Waffe dabei habt, dann das Skelett, das dieses Pferd reitet, dann töten. Und wenn ihr dann auch noch zufälligerweise einen Sattel dabei habt, könnt ihr dann dieses Pferd dann auch noch reiten. Dann reitet man auf so einem Skelettpferd und braucht es noch nicht mal zu tamen. Also man braucht es noch nicht mal zu zähmen. Es ist schon von Haus aus gezähmt. Man braucht nur noch einen Sattel drauflegen und dann einfach gleich losreiten. Ich habe euch ja erzählt, dass in diesem Snapshot nicht nur Skelettpferde ein Update bekommen haben, sondern auch die Skelette selber. Wir tun jetzt einfach mal ein Skelett mal hier einfach erzeugen. Und die Skelette haben jetzt eine neue Mob-AI bekommen, also die sind jetzt etwas intelligenter und können auch jetzt ein bisschen mehr Multitasking machen. Normalerweise bleiben Skelette ja eigentlich stehen, wenn sie irgendwie jemanden entdeckt haben, den sie abschießen möchten, und schießen dann und laufen dann erst weiter. Beziehungsweise sie laufen und haben den Bogen angespannt und schießen dann erst gar nicht. Das ist jetzt etwas anders. Die haben jetzt auch eine andere Verhaltensweise. Wenn ich jetzt mal hier in Game Mode 0 gehe, werde ich hoffentlich gleich getrackt. Und ja, man sieht praktisch, dieses Skelett geht vor und zurück. Also während es den Bogen spannt, geht es zurück. Und wenn es dann geschossen hat, dann geht es wieder auf mich zu. Ja, jetzt bin ich tot. Jedenfalls ist das zumindest eine kleine Änderung. Und naja, Details machen natürlich so ein Spiel natürlich auch aus. Und ja, wenn ihr praktisch jetzt nochmal, ich versuch's nochmal genau. Ich weiß nicht, ob man es hinbekommt, dass man das besser sieht. Also, wenn es den Bogen spannt, dann läuft es zurück, wie man hier sehen kann. Es geht so rückwärts. Und versucht sozusagen Abstand von mir zu halten. Das heißt, es wird dann auch nicht so ganz leicht, es anzugreifen. Ansonsten haben wir noch ein paar kleine Detailänderungen, vor allem bei den Mob-AIs also allgemeinen. Und dann noch die Todesmeldung bei Haustieren, wie zum Beispiel bei dem Wolf und beim Ocelot. Da wurden die Todesmeldungen etwas angepasst, damit sie nicht nur bei den getaggten und benannten Tieren sozusagen angezeigt werden. Und ja, ein Haufen Bugfixes wieder, wie immer. Und dann haben wir natürlich noch eine neue Statistik. Und zwar ist das die Statistik. Sleep in Bed. Das ist praktisch die neue Statistik. Damit kann man praktisch dann feststellen, wie lange im Bett geschlafen worden ist. So, das war's auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lasst ruhig einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch Fragen habt, wie immer in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, brave Hunde. Tschüss.